Willkommen zurück zu Hope Lake. Ich bin der Hiro und wir sind im letzten Part ins Arztzimmer gekommen. Ja, und schauen uns jetzt erstmal, was haben wir denn da. Wenn ich mich richtig an meinen Anatomieunterricht erinnere, dann zeigt das hier, wo die Organe im menschlichen Körper hingehören. Da haben wir eine Lunge gefunden. Jetzt haben wir eins von drei. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Buch. Peter Brown. Diagnose. Manisch-depressive Erkrankung. Ach, ich glaube, das hatten wir ja schon gelesen. Es könnte sich etwas auf dem Boden befinden. Ich sollte dorthin leuchten. Ich glaube, das hatte ich ja auch schon gemacht. Ich muss den Stuhl... Genau, ja. Ich habe eine kleine längere Aufnahmepause von fast anderthalb Wochen jetzt gemacht. Muss jetzt erstmal wieder gucken, wie das Ganze geht. Was brauchen wir? Ich kann den Stuhl nicht ohne Pedal herunterlassen. Können wir die Klaviertasten dafür nehmen? Nee. Eine anatomische Zeichnung. Ammoniak. Brauchen wir immer noch die Schlüssel. Und wir suchen immer noch die Edelsteine. Aber... Achso, hier, genau, da müssen wir die drei dann... Okay. Okay. Uns fehlen noch die drei und die müssen wir jetzt suchen. Wo haben wir den Kompass? Genau. Mögliche Aktion. Da sind wir jetzt. Da müssen wir noch... Hier haben wir noch eine mögliche Aktion. Genau, da müssen wir ja immer noch... an den Griff heran. Okay, aber wir haben keinen Griff. Und da haben wir eigentlich nur eine mögliche Aktion. Ah ne, da sind wir ja und da in dem Arztraum. Ja. Okay. Kommen wir hier jetzt aber auch gerade nicht so wirklich weiter? Oder ist hier noch irgendwas von Bedeutung? Nein, sieht nicht danach aus. Was sagt denn der Tipp? Ja, nee, ist klar. Als ob ich das nicht schon gewusst hätte hier. Hier sollten... ja, genau. Ja, das weiß ich auch. Aber wo sind die denn? Blöder Tipp. Ganz ehrlich. Hat mich jetzt auch nicht wirklich weitergebracht. Der hat mich jetzt nicht so wirklich weitergebracht. Okay. Mann. Da muss man echt schon überlegen. Da ist irgendwas auf jeden Fall und da müssen wir auch noch was machen. Vielleicht kommen wir ja jetzt mal... Der Strom ist zu stark, wenn ich den... Okay, ist ja nur mal so ein Versuch. Ich versuche ja nur die Möglichkeiten abzuleuchten hier. Mit dem Schlüssel kommen wir da... Da bin ich ja noch nicht komplett, haben auch noch nicht weiter. Was war denn hier? Genau, da mussten wir in den Brunnen runter. Da sind wir noch auf der Suche nach dem Seil. Was fehlte uns da noch? Ich benötige das richtige Muster, um die Tür zu öffnen. Stimmt. Uns fehlt das Muster, sonst haben wir da alles zusammen. Ja, ich guck mich an. Ich muss mich einfach wieder ein bisschen in Erinnerung rufen, was wir denn so alles gemacht haben. Da sind wir jetzt. Da kommen wir noch nicht weiter. Da kommen wir auch noch nicht weiter. Ja, hier könnten wir. Was war hier? Da? Nee. Wo sind wir da jetzt auf der Karte? Wird da. Achso, Zack, wieder zurück.
War es nicht in irgendeinem Raum so dunkel? Nee. Da ist aber auch nichts mehr. Hier haben wir das Foto entwickelt. Habe ich irgendwo so ein kleines Minispiel jetzt übersehen? Da fehlt uns noch die Mädchenfigur. Na und da die drei Schlüssel. Aber davon haben wir auch schon einen. Da, genau, da müssen wir ja irgendwas... Ich muss einen Haken benutzen, okay. Und wofür brauchen wir die Eisenbahnschiene? Was sagt denn der Tipp? Sollen wir jetzt hier lang gehen? Okay, gehen wir da lang. Weil ich bin da gerade ein bisschen... So viele Sachen. Ein Haken. Und das Muster. Ach, Mann. Du hast etwas gefunden. Ein kleiner Haken und wir haben das Muster. Vielleicht kann ich ihn mit einem Bleistift sichtbar machen. Okay. Haben wir. Ich muss die Zeichnung rechts mit einem... Was? Ich muss die Zeichnung rechts mit einem echten Bild vergleichen. Vielleicht ist hier irgendwo ein Foto. Finde die Unterschiede zwischen dem Foto und der Zeichnung. 10 Unterschiede. Okay, da haben wir einen. Da ist irgendwie ein Blatt. Der ist nicht da. Haben wir schon mal 3. Machen wir mal die Bilder jetzt da. Und der passt auch nicht. Da ist ein Wolf, der Bär, das passt. Jetzt haben wir schon mal 4. Das Blatt. Erkennt er da jetzt nicht an. Achso, da muss ich auch noch die Unterschiede. Achso. Das war jetzt dann... Okay. Bisschen unverständlich. Ich dachte, man müsste nur auf einer Seite den Unterschied suchen. Sind wir bei 8, 9? Seht ihr noch irgendwo einen Unterschied? Ich sehe jetzt gerade keinen. Uns fehlt aber noch einer. Mal alles ganz genau abgucken. Die Bilder passen auch. Die passen auch. Gucken tut der Baumfried hier jetzt auch gleich. Wo ist der letzte Unterschied? Ah, ich sehe ihn. Da, auf dem Bild. Alles klar. Gut. Dann könnten wir jetzt quasi uns den Haken mit dem Haken einmal den rausziehen. Den quadratischen Schlüssel haben wir schon mal 2 von 3. Und dann können wir jetzt zum Baumfried hier. Repariere den Mechanismus mit Hilfe des Diagramms auf dem Foto, das du entwickelt hast. Ja, habe ich es jetzt liegen gelassen? Okay, gucken wir uns das. Also ich habe die Teile der Zeichnung auf dem Tagebuchdeckel mit dem Foto aus dem Film, den ich in der alten Kamera gefunden habe, verglichen. Ich habe es geschafft, beide Bilder genau zu prüfen und ich habe einige Unterschiede gefunden. Jetzt weiß ich, wie man dieses Gerät richtig einstellt. Okay, Bison, Wolf, Bison, Wolf. Okay. Wolf? Wolf, Bison. Okay, achso, der muss noch nach oben.
So, dann gehen wir mal ins Häuschen rein. Ins Baumhäusle. Ah, dafür haben wir es auch schon. Ah, nein. Ah. Verrückte Steuerung hier. Zack. Es fehlt doch eine Schiene. Achso. Ja, mein Güte. Ich will doch nur nicht. Der gebe ich dann gehört dahin. Mein Gott. Tut, tut. Was? Es sollte hier irgendwo eine Weiche in der Nähe sein. Wenn ich sie finden kann, kann ich den Zug zum Bahnhof umleiten. Okay. Haben wir ja gemacht. Und jetzt... Achso, da ist noch was. Die Leber haben wir gefunden. Und jetzt fährt der Zug. Achso, die Schranke muss natürlich auch noch nach oben. Nee, das war's noch nicht. Wie leite ich den Zug denn jetzt um? Achso, ich muss die Weiche noch finden. Die Weiche. Was haben wir denn hier? Peters Zorn hat sich überall die Jahre aufgestaut. Jetzt weiß ich, was er vorhat. Ich muss ihn aufhalten. Rosie Parker, verheiratet, 2 Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Haus in einem teuren Viertel. Um 8 Uhr verabschiedet sie sich von ihrem Mann, bevor er zur Arbeit geht. Um 12 Uhr geht sie in ein Fitnessstudio. Um 12.15 Uhr beginnt sie ihr Training. Um 13.45 Uhr verlässt sie das Fitnessstudio und geht wieder nach Hause. Um 14 Uhr betritt sie das Haus und bleibt dort, bis ihr Mann um 18 Uhr nach Hause kommt. Die beste Zeit, sie zu entführen, wäre zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr auf ihrem Weg ins Fitnessstudio. Oder zwischen 13.45 Uhr und 14 Uhr, wenn sie zu Fuß nach Hause läuft. Emily Lynch, verheiratet, keine Kinder, lebt mit ihrem Mann in einer Wohnung im 5. Stock. Um 8.15 Uhr gehen beide zur Arbeit und erreichen ihr Büro gegen 9 Uhr. Sie verlassen das Büro nicht bis zum Mittag. Sie bekommen beide ihr Mittagessen geliefert. Um 18.15 Uhr fahren sie zurück nach Hause, wo sie gegen 19 Uhr ankommen. Sie sind die ganze Zeit zusammen. Das einzige Mal, dass Emily allein und ohne ihren Mann ist, ist am Samstag von 5.45 Uhr bis 6 Uhr, wenn sie früh am Morgen das Haus verlässt, um mit einem Freund zu joggen. Ich habe jeden Samstag etwa 15 Minuten, um sie zu entführen. Shyla Green. Sie verlässt das Haus um 8.30 Uhr und geht zur Arbeit. Unterwegs kauft sie beim Bäcker ein Brot. Um 9 Uhr kommt sie am Bagheera Schönheitssalon an, in dem sie arbeitet. Um 13 Uhr verlässt sie den Salon und geht zum Café an der Ecke, um Mittag zu essen. Nach dem Mittagessen liest sie eine Modezeitschrift. Um 14 Uhr kehrt sie in den Salon zurück. Um 19 Uhr verlässt sie den Salon. Um 19.30 Uhr betritt sie ihre Wohnung im 3. Stock. Donnerstag ist Sonntag, kommt ihr Freund um 21 Uhr und die beiden gehen aus. Montag bis Mittwoch verbringt sie den Abend alleine. Die beste Zeit, sie zu entführen, wäre Montag bis Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Nähe ihres Hauses. Das sind also die Pläne von Peter Brown. Hier haben wir noch ein Foto. Jessica. Sonst sind das die Briefe. Okay. Notizen. Das Bild zeigt, wie Sand in einem Eisenbahnwaggon geladen wird. Da ist aber noch etwas außer Sand. Ich muss den Zug reparieren, damit ich ihn starten und zum Bahnhof fahren lassen kann. Dort wird er mit Sand befüllt. Ich bin sicher, dass ich etwas Nützliches finden werde. Peter muss etwas Wichtiges versteckt haben. Da müssen wir aber dann erstmal die Weiche finden. Wenn ich den Sack losbinde, wird er direkt auf das Fass fallen. Knall. Gott. Ah, hier ist noch ein kleines Rätsel. Alle farbigen Zahnräder bestehen aus Paaren, aber es gibt kein rotes Zahnrad. Okay, müssen wir wieder ein Zahnrad suchen. Ah, ich habe den Schrankgriff gefunden. Sehr schön. Gucken wir mal, fährt dann jetzt? Nee. Er fährt da immer noch nicht lang.
Aber sonst haben wir jetzt erstmal, glaube ich, hier alles. Und gehen erstmal gucken, was denn da drin ist. Oh, jede Menge Spielzeug. Dann müssen wir doch erstmal die Gummiente suchen. Eine Feder. Eine Sanduhr. Eine Schmetterling. Den Ball. Einen Enterhaken. Enterhaken? Wo ist der Enterhaken? Enterhaken? Okay, sah nicht aus wie ein Enterhaken. Seil wäre besser gewesen. Maikäfer ist es nicht. Die suchen nur einen Käfer. Nämlich diesen Käfer. Knöpfe. Kupferkugel suchen wir gleich. Jetzt erstmal die Katzi. Okay, jetzt haben wir doch erst die Kupferkugel. Die Katzi. Den Schraubenschlüssel und den Flicken haben wir. Jetzt haben wir einen Enterhaken für den Brunin. Nein! Jetzt muss ich einen Weg herausfinden. Mein Glückwunsch, Inspektor Wales. Damit haben Sie den absoluten Tiefpunkt erreicht. Guten Humor. Du hast etwas gefunden. Fernrohrteil. Achso, das haben wir schon. Und wir haben einen Spitzhackekopf. Was haben wir hier noch? Ich könnte diesen Knochen und noch ein paar Dinge ein Werkzeug herstellen. Ich muss nur etwas Eisen finden. Zack, haben wir. Jetzt muss ich das Ganze noch irgendwie befestigen. Können wir den Motorriemen nehmen? Ja. Und jetzt? Mit der Spitzhacke drauf. Ha! Jetzt läuft das Ganze voll und dann können wir uns befreien. Sehr schön. Und es hat angefangen zu regnen. Stärker. Oder auch wieder nicht. Und mit... Nach diesem kleinen Erfolg... Okay. Nee, ich wollte mich schon verabschieden, aber nein. Wir machen noch hier einmal... Suchen wir nochmal. Wir suchen den Affen. Die Blume. Den Würfel. Lokomotive. Den Geigenbogen. Die Krone. Den Stern. Den Strohball, den Fußball. Okay, suchen. Müssen wir erst aufpumpen. Fußball, Fläschchen, die Gurgel und das Zahnrad. Zahnrad? Ach, das sollte ein Zahnrad sein. Okidoki. Ja. Nach diesem schnellen kleinen Wimmelbild-Suchspiel verabschiede ich mich ganz recht herzlich und bedanke mich für euer Zusehen und wäre erfreut, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Hopeplay.